Was tut ihr, meine Freunde? Herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues, alles Gute. Speziell zu diesem neuen Jahr. Ich habe natürlich voll vergessen, so ein Review-Video zu machen. Das wird aber noch kommen in nächster Zeit. Ich mache nochmal kurz sauber. Ich habe trotzdem noch am Ende des Videos eine Kleinigkeit für euch, eine witzige Kleinigkeit von meinen ersten Tagen hier in Chemnitz, das ich noch nicht gezeigt habe. Von daher auch am Ende dieses Videos nochmal ein kleiner Lacher dabei. Vorher haben wir aber zwei Spiele noch gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt 13 in Folge. Hey, und ich nehme euch einfach mal mit. Let's go ins erste Spiel. Hello, my friends, und herzlich willkommen in der Messehölle vor 4500 Fans. Ausverkauftes Haus. Das ist einfach eine krasse Stimmung in so einem Christmas Game. Chris fängt eigentlich ganz gut an, dann werde ich eingewechselt. Hat einfach richtig Spaß gemacht, das Spiel, weil es halt einfach so eine krasse Stimmung war. Wirklich, es war so laut. Ich habe wieder den Point Guard verteidigt, wie das so oft auch mein Job ist. Der mir einfach richtig viel Spaß macht, auch wenn es gegen kleinere, schnellere Spieler manchmal ein bisschen schwieriger ist. Hier passt Virgil auf mich. Ich gehe zum Korb, mache einen Spin-Move, werde dabei gefoult, finische den leider nicht. Habe dann aber dafür zwei Freiwürfe, die ich auch souverän reingeworfen habe. Aber guckt euch mal bitte hin, hinten links seht ihr auf meinem Plakat, seht ihr auch mich. Das ist ganz witzig, wie wir sagen, so cool bescheint werden. Ich finde auch das Design der Messehalle einfach so sick. Und wenn dann vor allem 4500 Leute da sind, macht das einfach unheimlich viel Spaß. Und es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr magisch. Wirklich sehr, sehr magisch. Swish, macht richtig Spaß. Dann waren wir eigentlich das ganze Spiel über. Hier wurde ich einmal hart im Rebound gefoult. Wir waren das ganze Spiel über eigentlich vorne. Nürnberg hatte einmal im dritten Viertel nochmal so einen kleinen Lauf, aber im Endeffekt haben wir das Spiel schon sehr dominant gestaltet. Hier verdankt sich der Point Guard von denen. Und ja, wir waren eigentlich ein sehr, sehr schnelles Team hier. Terrell mit seiner ultra krassen Geschwindigkeit und seinem guten 1 gegen 1, der ist einfach super schwierig zu stoppen. Gut nachgesetzt. Niklas Wemberg hat einfach zwei krasse Putback-Dunks gehabt. Es war einfach, hier hätte den Terrell auch mal danken können. Niklas hatte wirklich Highlights über Highlights gemacht. Und Nürnberg hat sie nicht geschlagen gegen Moritz Anders, hat ein gutes Spiel gemacht. Mit dem habe ich auch mal Nationalmannschaft gespielt und schon WBV-Kader zusammen gespielt. Hier Philipp Daubner, mit dem habe ich auch mal in Paderborn zusammen gespielt. Von daher war es auch wieder ein kleines Wiedersehen zwischen Freunden, wie das halt immer häufiger der Fall ist, weil ich halt jetzt schon länger in der Liga bin und auch jetzt schon sehr, sehr viele Leute kenne. Hier ziehe ich im dritten Viertel dann nochmal einen Foul. Wir sind schon plus 30, wie ihr unten seht. War dann halt relativ deutlich. Ich werfe den Freiwurf auch noch rein, den dritten Freiwurf, wie ihr jetzt hier seht. Habe dann aber den vierten Freiwurf daneben geworfen. Das heißt, ich hatte 3 aus 4 Freiwürfen, habe noch 6 Rebounds geholt in dem Spiel, 3 Assists gemacht, 3 Steals. 3 Assists, 3 Steals hier, ein schöner Assist auf Robin. War ein gutes Spiel, viele Highlights dabei, hier auch Nürnberg mit einem krassen Alley-oop-Dunk, nicht schlecht, hat richtig Spaß gemacht. Hier nochmal ein Bounce-Pass und Robin wurde leider ein bisschen gerupft, aber wie gesagt, es war ein Spiel auch für die Fans richtig, richtig gut hier Terrell mit einem Dunking nochmal, also wie gesagt, für jeden was dabei, wir haben die 4500 Fans wirklich zum Lachen gebracht, sehr, sehr deutlich mit 28 gewonnen und haben dann auch unsere schöne, unsere Alaola gemacht, die wir an alle 4 Seiten machen und natürlich auch herrlich gefeiert. Das war unser Christmas Game gegen Nürnberg. Sheesh! Das war gut, das war nicht, das war schon... Guter Teamsieg im Christmas Game gegen Nürnberg. Wir haben am Sonntag schon in Rostock wieder gespielt, nochmal vor 4000 Menschen. Das heißt, wir haben in 2 Spielen vor 8500 Menschen gespielt, so crazy. Ich nehme euch sofort mit rein nach Rostock. 300 mitgereiste Chemnitzer Fans, so sick. Da werdet ihr auch am Ende noch ein paar Footages von sehen. Gehen wir ins nächste Spiel rein. Welcome back in der Rostocker Halle. Sie sofort mit der ersten Aktion von mir. Ich drive Baseline, finde Nick. Nick macht den End-One rein. In dem Spiel habe ich leider meine beiden Freiwürfe, wie ihr es auch gleich sehen werdet, beide daneben gehauen. Aber wir haben als Team eigentlich relativ so souverän gespielt. Hier wurde ich gefoult. Aber es waren auch einfach wieder 4000 Fans in der Rostocker Wölfenhöhle oder wie die es nennen. Wie gesagt, war richtig laut, auch bei den Freiwürfen. Zweimal kurz, obwohl die sich gut angefühlt haben. Das habe ich eigentlich selten. Eigentlich werfe ich den ersten Mal lang.
Aber ja, nichtsdestotrotz, wie bei meinem zweiten, habe ich sozusagen wieder gemerkt, dass er kurz ist. Das ist auch so ein Prozess, der manchmal dann mit dem Spieler vorgeht. Ich merke, oh, der ist kurz, geh hinterher und hol deinen Rebound. Finish ihn leider wieder nicht, aber ja, Ivan kriegt den Rebound und ja, wir haben nochmal eine zweite Chance. Ja, aber es war ein sehr, sehr ja, offensives Spiel. Beide Teams scoren viel, treffen viele Dreier. Ich glaube, Rostock hat 63% Dreier getroffen. Hier habe ich meinen coolen Durchstecker auf Robin. Ich habe, wie gesagt, keine Punkte gehabt, nur 3 Assists und 4 Rebounds geholt. Hier mein dritter Assist auf Jonas, der gut zum Korb rollt, ein kleiner Lobpass und der macht ihn rein. Ja, war aber auch in der Defense mit mir nicht so ganz zufrieden. Ich habe 2 Sachen ein bisschen vergeigt, aber naja, machst du nichts. Virgil hat ein richtig krasses Spiel gemacht, Jonas hat ein richtig krasses Spiel gemacht und halt auch der Grant Sitten von Rostock, der uns einfach 5 aus 5 Dreier reingeschossen hat. Und der sozusagen im dritten Viertel, wie man es hier sieht, auch wieder ja, die Rostocker nah dran kommen lässt. Sie haben sogar einen Ausgleich geschafft und ja, dann war es aber Virgil und Chris, die einfach wirklich in der Verteidigung zugelegt haben und hier einen nice Pass auf Nick, der einen Dank gemacht. Und dann hat Jonas bzw. Nick halt auch den Deckel drauf gemacht. Haben sie wirklich stark nochmal, also wir sind sozusagen, waren ganz weit vorne, dann wieder ein Ausgleich und dann nochmal so davon zu ziehen, dass wir halt mit 11 Punkten gewinnen, hier mit dem Jonas mit dem 101. Punkt, ist schon echt eine starke Sache und spricht für unseren Charakter. Und von daher der 13. Sieg in Folge, das gab es lange nicht mehr. Aber guckt euch mal diese krassen Fans an, die mitgefahren sind. 300 Fans sind einfach mitgekommen und die haben sogar im Bus auf uns gewartet. Unfassbar. Danke, Chemnitzer Fans. So sick. Ist das krass oder ist das krass? Ey, ich hab nicht schlecht geguckt, als da 300 Fans richtig Trubel gemacht haben. Wir haben eine Ufta gemacht. Wir haben, keine Ahnung, Chemnitz gerufen. Das war einfach so, so nice. Danke für alle, die gekommen sind. Und ja, hat mich einfach... War gut, auch wenn ich selbst sozusagen nicht so viel gescored habe oder auch nicht so viel, mithelfen konnte am Scoring oder was auch immer, ist so egal. Wir haben jetzt 13 Folge als Team, das macht einfach so Bock. Die Fans sind super drauf. Es macht einfach so Freude hier in Chemnitz. Und deshalb freue ich mich auch aufs neue Jahr, denn wir haben 2020 viel vor. Besonders in 4 bis 5 Monaten, wenn es um den Aufstieg geht, müssen wir nochmal richtig performen. Da haben wir richtig Bock drauf. Und für mich ist gerade jetzt erst Silvester. Man hört es schon durchgehend knallen hier. Ich weiß auch nicht, die haben hier schon vor 4-5 Tagen angefangen zu böllern. Ich habe euch aber versprochen, hört das, ne? Ich habe euch aber versprochen, jetzt noch witzige Footage aus Chemnitz zu zeigen. Und die kommt jetzt. Dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, viel Glück und Erfolg. Und wenn ich euch irgendwie helfen kann oder irgendwem von euch helfen kann mit irgendwas, sagt mir Bescheid. Ich helfe euch. Macht's gut, euer Luis. Peace! Mehr. Die Leute haben sich mehr Malte Ziegenhammer im Vlog gewünscht, ne? Und heute, gar nicht erscheinen. Heute war schon für mehr Jonas Richter Content, Alter. So, wir fahren jetzt zum Spiel. Hör auf, zieh mir doch nicht weg! Pura wieder, Alter, wenn du zu spät wäschst. Digga, ohne Scheiß, das ist richtig. Ich glaube, ich könnte es immer ausbringen, Alter.